Hallihallo, Bracket hier mit Let's Delicious mit Larry 7 und letztes Mal wollten wir mit Peggy reden. Ja, da habt ihr alle drauf gewartet, oder? Komm Peggy, rede mit mir. Anscheinend muss ich warten, bis ihre Animation vorbei ist. Hallo Arsch. Es ist schön, dich zu sehen. Ja, ich wollte mit dir eigentlich darüber reden, über den Ruheraum, weil da gab es ja diese Schließfächer. Und dafür brauche ich eine Kombination. Miss Peggy, ich war in diesem Pausenraum der Angestellten und ich habe keine Menschenseele gesehen. Er war völlig leergefegt, als ob es auf diesem Schiff niemanden gäbe, der arbeitet. So ein Shit. Niemand mal lucht hier außer mir. Ich muss hier reinweg alles machen. Peggy, schrubb die Decks. Peggy, schweiß mal die Reling. Peggy, spritz mal die Gummilaken vom Captain ab. So ein Shit. Macht keine so eine Arbeit, wie ich sie tu. Beeindruckend. Und so farbenfroh. Aber wo ist X-Witz, wenn nicht in diesem Pausenraum? Oh, dieses kleine Stars versteckt sich vielleicht hinter den Schränken. Da mal geguckt. Wie denn? Ich weiß doch gar nicht die Kombination. Ich habe eine Frage an euch. Ich habe eine sehr wichtige Frage, mal Hand aufs Herz, sehr wichtige Frage. Würdet ihr es mit Peggy machen, wenn ihr es danach mit jedem auf der Welt machen könntet? Hä? Die hat bestimmt noch andere aufschraubbare Prothesen. Hä? Ja, es ist eine harte Frage, nicht? Hallo Peggy. In welchem Spind ist X-Witz? Bin ich Jesus? Wächst mir Gras aus der Tasche? Krieg das selber raus, Kolumbus. Aber du kannst wetten, dass das Ding sich nur von unten öffnen lässt, weil er ein kleines, hinterlistiges Arschgesicht ist. Ich weiß, ich werd's gleich bereuen, aber könntest du ein bisschen mehr ins Detail gehen? Bitch! Hat deine Mutter auch Kinder mit Gehirn geboren? Zweiter Spind, untere Reihe. Und jetzt hau rein. Und damit meine ich nicht dein kleines Sch**chen da. Oh ja, sie hat's gesehen, okay. Dann frage ich nochmal nach einer Kombination. Ich bekomme X-Witz Schrank nicht auf. Kennst du die Kombination? Klar, Nusskopf. Ah, es ist die richtige Kombination. Okay, okay. Ich hätte das richtig geraten noch. Ja, denkt nochmal drüber nach. Peggy und dafür danach jeden auf der Welt, den ihr wollt. Oder jede, viel besser gesagt, jede. Genau. Die Aufgabe ist eigentlich, wir wollen diesen X-Witz treffen, damit er uns Zugang zum Koffer von Drew verschafft. Damit wir endlich Drew anziehen können. Ja, da haben wir alle drauf gewartet. Wir wollten Drew anziehen. So, wo ist dieser dämliche Pausenraum? Hier. Ich bin schon wieder völlig verwirrt. Zweitere. Oh. Eine Durchsage. Pullermann angeln! Nee. Wir öffnen diese Schließfach hier. 90. 60, 90. Während der Zwischenzeit habe ich nochmal kurz gedacht, vielleicht muss ich die englischen Maße eingeben, also in Zoll. Das wäre irgendwie sowas, keine Ahnung. Keine Ahnung. 2,54 ist die Umrechnungszahl. Boah! Das ist ja mal geil. Da würde ich auch nicht im Pausenraum sein. Oh! Wollen wir nach Hause telefonieren gehen, Larry? Rein da! Trau dich was! Hallo. Wer wagt, meine Privaträume zu betreten? Ah, du sein hier für schweinische Bilder? Hm? Oh, absolut! Ich heiße Larry Leffer. Ach so, du sein wohl eher große Null. Große Null? Hey. Ach ja, das ist meine Kabinennummer. Ich kann den Namen gar nicht lesen. Heißt das X-Quatsch? Vielleicht. Du hier wegen schweinischer Bilder? Nein. Zumindest glaube ich nicht. Okay, wie du meinen. Du sagen, was du wollen und geht klar. Du, wo ist Dildo, könnte ich ihn fragen. Nach der Frage muss ich natürlich mal genau aufpassen, ob hier irgendwo irgendeiner ist. Was haben wir denn hier? Was zum Teufel ist in dem Glas da? Vielleicht eine Gurke, ja. Das ist eine Reliquie eines Okay. Ah, das heißt, hier haben wir eine Bong, würde ich sagen. Seid du mit dem komisch überrascht. Wo ist Dildo? Ja, das ist eine gute Frage. Aufpassen. Oh, okay. Fotografien, weißt du zufällig, wo ich ein paar Fotos bekommen könnte? Du weißt schon, die gute Sorte.
der Herr Lachbläser wollen kaufen ein paar schweinische Bilder. Aber nein, ich interessiere mich nicht für Pornografie. Ich bin Künstler. Oh ja, Künstler. Ich auch Künstler. Und das hier ist ein sehr ungewöhnliches. Ach, wirklich? Wie das? Nun, es sind Bilder von dir. Was? Was? Nein. Nein, nein, nein. Wie? Ich will die Bilder von mir sehen. Ich will die Bilder von mir sehen. Woher hast du denn solche Bilder von mir? Oh, das ist kein Problem. Schneller Film, sehr schneller Film. Ja, die will ich haben. Nun, ich schätze, ich sollte wohl ein paar Bilder von dir kaufen. Kann ich's auf mein Zimmer schreiben lassen? Na, von mir ist nicht okay so. Na, von mir aus nicht okay so. Das höre ich doch gerne. Dann kriege ich ein paar schöne Bilder von mir. Okay, Tasche, auf geht's. Da bin ich. Oh, guck mich. Hey, Meister, willst du ein paar gefühlsechte Bildchen verkaufen? Was? Verkaufen? Ich will sie ansehen. Das ist, das sind doch hier... Hübsch, 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 hübsch. So, dann wollen wir nochmal über seinen Job reden. Bist du nun der Schiffsjunge hier oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Weiß nicht. Du scheinst dir deiner Sache nicht gerade sicher zu sein. Na, seit ich gesehen Film über Kreuzfahrt, ich gedacht, das ist eine Arbeit für mich. Hast du das Traumschiff gesehen, oder was? Na, ich nicht. Wie wär's, wenn du meine Kabine mal putzen würdest? Da sieht's aus. Könnte ich machen. Ach, vergiss es. Aber warum denn? Vergiss es. Bist du etwa kein Schiffsjunge? Eigentlich du mich von gestern bitte nennen, Verantwortliche für Ausstattung und Wartung. Keine Drecksarbeit mehr. Warum? Warum? Na, wer kann schon rauswerfen, jemand mit solchen Bildern? Du meinst Erpressung? Ah. Nein, 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 nein. Du musst den Mund auswaschen mit Seife. Ja, ja, ist okay. Dann wollen wir mal über Drews Sachen mit ihm reden. Anscheinend muss ich das machen. Versorgst du auch die Kabine von Drew Barrymore? Ja, nein, vielleicht. Wir sowieso nicht helfen. Du wolltest vielleicht gutes Silber, gute Qualität. Nein, danke, ich suche nur ihre Klamotten. Ich glaube, du weißt, wo ihr Koffer ist. Ich wisse, aber zu beschäftigt zum Helfen. Tschüss. Okay, du bist zu beschäftigt zu helfen. Wie kann ich dich überzeugen? Soll ich das einfach nochmal anklicken? Ich witz. Ja. Nein, ich wisse. Okay, Klamotten. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, der hilft mir einfach. Und jetzt tschüss. Was jetzt tschüss? Nein, nichts tschüss. Ich will, okay, müssen wir nochmal wiederkommen, anscheinend. Wir müssen nochmal mit irgendjemandem, mit Peggy vielleicht, reden. Oder mit dem, ich glaube, okay, hier finde ich wieder nicht alleine raus. Doch, da oben. Da oben könnten wir hier rauskommen. Ich glaube, ich kann auch mit dem Purser, mit Peter, dem Purser, reden. Der kann mir bestimmt einen Tipp geben, ja. Wäre das nicht fein? Gehen wir doch mal dahin. Komm, Peter, rede mit mir. Wurde von der weiteren Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen, weil er zu viele künstliche Hilfsmittel benutzt. Wir fallen nicht darauf ein. Ah, Al Love wurde ausgeschlossen. Okay, dann reden wir mal über ihn hier, den Kabinenburschen. Ich suche nach diesem Kabinenburschen, X-Schleff oder so ähnlich. Ich weiß, wo er ist. Sicher. Okay. Wo kann ich einen Kabine... Ich weiß, aber ich bin, sehen Sie? Ich würde Peggy? Gerne mit Ihnen... wissen. Oh, ich will... Nee. Okay. Abmarsch. Wir müssen wohl doch mit Peggy wieder reden. Da habt ihr darauf gewartet, oder? Peggy! Hallo. Da bin ich wieder. Hallo, Arsch. Hallo, Arschgesicht. Genau. Der ist unkooperativ. Also, der will mir nicht helfen. Würden Sie mir etwas über X-Witz erzählen? Williger, kleiner Bastard. Alles, was er und seinesgleichen wollen, ist, uns echten Amerikanern die Arbeitsplätze wegzunehmen. Miss Peggy, wann haben Sie zum letzten Mal Amerika gesehen? 1973, verflucht. Und was geht dich, klein Alter, das an? Hat es Ihnen jemals leid getan, eine Frage gestellt zu haben? Na klar. Der hat ein verdammtes Hobby. Okay. Da kommen wir doch mal irgendwo hin. Jetzt haben wir weitere Optionen, hier über sein Hobby und seine Bedürfnisse zu fragen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Macht's gut.